nachdem mein letztes Video über Shampoo, Schuhe und Plüschratten der Selbstzensur zum Opfer gefallen ist, gibt es heute wieder etwas, ein etwas einfacheres Motto-Wochen-Motto. Und zwar geht es um Bärengerichte. Und ich habe mir gedacht, das ist ja so einfach, dann kombiniere ich dieses Essen machen diesmal mit einem Content-Video. Und zwar, ich mache erstmal das Essen, das kann ich vielleicht so einigermaßen nebenbei machen. Jo, hier ist es und was ist. Ich versuche das mal an der Kamera so unten rum vorbeizuschmuggeln, damit man nicht gleich spoilern wird. Wobei, das ist eh sinnlos. Es ist ja jetzt eh gleich soweit. Also hier habe ich erstmal Beeren. So. Ein großer Teil der Zubereitung bei diesen Dingern ist, da sie leider wieder in Folie verpackt sind, das Auspacken. Ich würde ja eigentlich sagen, die sehen schon total gewaschen aus, aber sicherheitshalber, damit ich mich nicht mit Pestiziden vergifte, hier ist ein Bübus dran! So ein kleiner grüner. Die will ich nicht mitessen. Oh, man sieht die Tischkante. Das ist nicht geplant gewesen. Dann brauche ich noch das hier. Noch ein Bübus. Nein, nicht gut. Ach, jetzt wird wieder alles nass. Naja. Ich gieße die jetzt hier in diese Schale, wie man sieht. Also ich beschreibe jetzt einen extrem einfachen Vorgang, der keiner Beschreibung bedarf, weil man das ja auch erkennen kann, was ich tue. Naja, die restlichen Wänden. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das Grüne abgerissen, habe die Beere mitgenommen. Oh, nee, es hing noch am Finger. So, die andere Zutat, das sind jetzt erstmal Blaubeeren, ja. So, und die andere Zutat dieses Gerichts nennen wir es Blaubeerjoghurt, ist Blaubeerjoghurt. Also ich mache Blaubeerjoghurt mit Blaubeeren, damit mehr Blaubeeren in dem Blaubeerjoghurt sind, als es wären, wenn man nur normalen Blaubeerjoghurt nimmt. So, und das Thema, worüber ich reden möchte, ist Kaloriendichte. Oder in anderen Worten, das Geheimnis ewiger Schlankheit. Ich lege erstmal den Deckel ab. Kleiner Moment, bin fast fertig. So, ja, ich brauche noch einen Löffel. Ich baue jetzt übelste Tension auf, indem ich schon angefangen habe, über das Thema zu reden, aber jetzt nichts mehr dazu sage. Vielleicht sollte ich dann auch eine Markierung in dem Video setzen, ab wann das eigentlich anfängt, worüber ich dann rede. Was dann vielleicht auch im Titel des Videos vorkommen wird. Also, Blaubeeren haben im Vergleich zu Süßigkeiten eine niedrige Kaloriendichte von ungefähr 0,5 Kalorien pro Gramm. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil die Kaloriendichte bestimmt, wie viel wir essen können, bis wir satt werden, also wie viel Kalorien wir zu uns nehmen können, bis wir satt werden. Es gibt noch ein paar andere Faktoren, zum Beispiel die Konsistenz und die Temperatur und die Anzahl der Ballaststoffe, wobei das ist hier auch schon mit eingerichtet, wie gut Wasser gebunden ist darin,
Weil ungebundenes Wasser, also ungebundene Flüssigkeiten, ist egal, was die für eine Kaloriendichte haben. Das kannst du auch so rechnen, als wäre sie unendlich, weil das läuft einfach durch den Magen durch und führt zu keinerlei Sättigungsgefühl. Deswegen ist das Schlimmste, was man essen kann, Eis. Hat sehr viel Kalorien, ist kalt und, also wenn es jetzt das Schlimmste, was man essen kann, im Sinne von Kaloriendichte. So. Und zwar gibt es eine, das wäre so eine Art Graph, den ich jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, das zu malen, habe dann gesagt, ach naja, vielleicht mache ich das jetzt noch gar nicht und so. Also ein Graph ist quasi so, hier so wie so ein Diagramm, ne? Also so, was ich jetzt hier mit den Fingern mache, ne? Das sind hier X- und Y-Achse und dann hast du hier so eine Linie. Und die Linie ist quasi, unten ist quasi beschriftet Kaloriendichte, durchschnittliche Kaloriendichte von dem, was ich so esse. Und diese Seite ist dann quasi mein zu erwartender Body Mass Index. Und der Punkt ist einfach, je höher die Kaloriendichte von dem, was man isst, desto höher ist auch der zu erwartende Body Mass Index. Weil dann isst man einfach mehr Kalorien und die führen ja, wie wir alle wissen, zu einer Gewichtszunahme. Und ich kann hier riesige Mengen von sowas hier essen, weil es eine geringe Kaloriendichte hat. Im Vergleich dazu wäre das jetzt hier so Eis aus Fett. Und ich esse das gleiche, wäre ich nicht satter, hätte aber viel mehr Kalorien zu mir genommen. Und es gibt auch, ich werde ein paar Dinge nennen, die auf diesem Graphen liegen. Wir hätten ja zum Beispiel auf der ganz, also wenn wir jetzt hier so, wenn wir hier anfangen, ja, mit den niedrigen Sachen und den niedrigen BMI, da hätten wir jetzt hier sowas wie Gurken, Blattsalat, sowas, ne, so ein Zeug hat Kaloriendichte von 0,1 Kalorien pro Gramm. So, und dann geht es dann halt weiter so mit Gemüsesorten, geht dann so, Brokkoli ist so 0,2, Tomaten auch so Bereich 0,2, 0,3 und dann wird es dann also Paprika und dann gehen wir schon langsam Richtung Obst, dann kommen Wassermelonen so mit 0,3, 3, 5, dann wie so anderes Obst, so was weiß ich, Kirschen, Beeren, sowas. Da kommen auch schon so Sachen wie Kartoffeln, die sind bei 0,7 und relativ weit oben beim Obst hat man dann sowas wie Bananen. Und ja, dann so über 1 kommt dann so erstmal sowas wie ja, gekochter Reis, also getrockneter Reis hat natürlich theoretisch eine sehr hohe Kaloriendichte, kriegst du auch nicht runter, musst du erstmal kochen. Der saugt das Wasser auf und bindet es auch, was wichtig ist. Ja. Wenn das Wasser nicht gebunden wäre, also wenn du jetzt den Reis so isst und das Wasser dann hinterher trinkst, dann nimmst du auch mehr Kalorien auf. Wobei es dann auch schwierig ist, das zu verdauen, ungekochten Reis. Ja, und man sagt so, der Grenzwert von der durchschnittlichen Kaloriendichte, was man so essen sollte, liegt bei etwa 1,25 Kalorien pro Gramm. Wenn man schaut, dass man da drunter bleibt oder möglichst nicht drüber kommt, dann wird man auch ein Normalgewicht halten können von unter 25 BMI, weil man einfach nicht mehr schafft zu essen, um so viel mehr Kalorien zu sich zu nehmen, dass man dann noch dicker werden könnte. Und das wäre also quasi dieser Nudeln- und Reisbereich. Kartoffeln sind drunter, natürlich keine Pommes. Achso, ich war ja noch nicht fertig, genau. Das wollte ich jetzt erstmal an dieser Stelle von dem Graphen hier, wollte ich das erstmal erwähnen, dass hier diese Stelle ist, diese Schwelle, die Normalgewichtsschwelle. So, wenn wir jetzt weiter hochgehen. Auch so Sachen wie Brot sind schon drüber über diese Schwelle. Brot ist so, fängt so an, je nachdem, was es ist, Vollkorn so 1,8, dann so Mischbrot 2, geht dann bis Weißbrot 2,5 und so. Und dann gehen wir langsam in den Bereich von Süßigkeiten. Da Kekse, Kuchen, 3,5, 4, je nachdem was für Kekse sind, Schokolade, 5, 6.
Und wie gesagt, ja, am Ende das Höchste, was theoretisch möglich ist, ist dann Öl. Öl hat 9 Kalorien pro, also oder 8, noch was, weil es ist auch ein geringer Teil Wasser mit drin. 9 Kalorien pro 100 Gramm. Das heißt, wenn du jetzt einen Salat nimmst und machst da ein bisschen Öl dran, dann hast du die Kaloriendichte von 0,2 oder 0,3 auf einmal extrem erhöht, wenn du was mit 9 Kalorien mischst, mit was, was ganz wenig hast, und hast dann trotzdem eine sehr hohe Kaloriendichte. Und dann wirst du auch nicht mehr schlank bleiben können, wenn du sowas ständig isst. Ja, das nochmal so als nebenbei, als kleine Randinfo für Leute, die vielleicht abnehmen wollen. Achtet auf die Kaloriendichte, schaut, dass ihr im Durchschnitt, also Obst und so, Obst und Gemüse, könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt, das liegt alles drunter. Ihr werdet vorher satt sein, als dass es so viel Kalorien euch geliefert hat, als dass ihr übergewichtig werden könntet. Na? Und ihr könnt das natürlich dann ein bisschen ausgleichen, wenn ihr Kuchen esst. Esst ihr danach nicht zum Ausgleich Brot oder so, was ja immer noch über der Schwelle liegt, sondern Gemüse oder Obst. Sehr gute Strategie dafür. Ja, jetzt habe ich hier noch den. Jetzt bin ich auch ungefähr bei den 10 Minuten. Naja, sind 11, noch was schon. Jetzt werde ich noch kosten, weil ich ja jetzt nicht weiß, wie das schmecken wird. Sehr gut. Wäre noch besser ohne den Joghurt, wenn ich es einfach pur essen würde, weil der Joghurt, wie gesagt, hat zwar keine sehr hohe Kaloriendichte, aber dadurch, dass er flüssig ist, also oder nahezu flüssig, es läuft durch den Magen durch, kein zusätzliches Sättigungsgefühl, aber naja, die Heidelbeeren gleichen das aus und ich verabschiede mich dann für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.